Juggler, forgot, I had a pest in my nest. Ach ja, der hat sich ja hier irgendwie mit Familie getroffen oder so. Aber ich interessiere mich gerade nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist das Beste, wenn man das hier einfach schließen und das Heiko-Abenteuer wieder beginnen. Wo habe ich jetzt meinen Controller hin? Uno Momento. Das geht jetzt eigentlich gleich relativ fix. So, ich muss auch noch umändern. Das spricht auch nicht wirklich für den Pokémon-Hack, ne? Jetzt habe ich eh versucht, daneben ein anderes Fangame zu starten, weil mich Empyrean eigentlich nicht mehr so bockt. Hab gedacht, das ist eigentlich jetzt eine gute Lösung. Wenn man daneben was hat, dann ist man nicht die ganze Zeit nur an dem Spiel. Aber es sind halt wirklich Gameplay-Elemente drinnen, die einfach nur richtig bescheuert sind. Gib mir ein H! H! Gib mir ein E! E! Gib mir ein I! I! K! Ho! Alter! So. Nee. Oh yes. Also, ich habe das Gefühl, dass es jetzt langsam aber sicher wirklich in die Richtung geht, dass ich Empyrean abbreche, weil wenn man so zugemüllt wird von den ganzen Sachen, habe ich jetzt im Sinn von einem Livestream-Projekt keinen Bock mehr drauf. Das ist ja noch schlimmer als die. Als was denn, du Kerl? Ja, als die modernen Spiele, die jetzt auch ein bisschen sich zäh anfühlen, zum Beispiel Alola, ganz am Anfang des Tutorials. Das ist, hier in dem Spiel empfinde ich das jetzt schlimmer als jetzt bei den Alola-Spielen zum Beispiel, der Anfang, der sich auch stundenlang zieht, aber hier ununterbrochen fühlt sich das so an, was ich eigentlich schade finde. Ich kann mir vorstellen, dass ich das einfach privat weiterspiele, weil mich reizt eigentlich ja auch das Fangame. Das ist ja eigentlich gar kein schlechtes Fangame. Nur halt in Form von einem Projekt habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. So. Ach ja, jetzt bin ich noch online. Irgendwie verändert sich dann Fenster und Co. So. Aber jetzt ist die Musik richtig leise, ne? Du. So, Fensteraufnahme? Nein. Was habe ich denn gehabt? Diese Fensteraufnahme? Nein. Welche Fensteraufnahme war es denn? Muss ich da neu? Genau. So. Aha, gut. ich glaube, ich kann das ruhig lauter stellen, oder? So, auf 10 vielleicht. Vielleicht noch lauter. Wenn es zu laut ist, einfach Bescheid sagen. So, passt das so? Für mich würde das jetzt, glaube ich, passen. Gut, lol. Bei mir im Chat wird mir kein Schwert angezeigt, aber bei dir im Chat schon. Ich bin verwirrt, lol. Jetzt können wir eher mal in die Zuschauerliste reinschauen. Moderatoren, Mike und Vanni. Also müsste das Schwert eigentlich da sein. Hidden Sword. Vanni, bist du eigentlich ein Junge? Bist du eine Twap? Ja, moin. So, wir spielen jetzt Wally Edition und kein Empyrean mehr. Ja, moin. Soll jetzt auch nicht wirklich so ein Disrespect sein gegenüber Empyrean. Ich habe ja eh schon öfters angesprochen, dass es da einige Punkte gibt, die richtig Bock machen. Also es ist eigentlich im Grunde ein solides Fangame, aber die negativen Sachen, die bringen mich schon dazu zu sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das ist eben genau das, was ich angesprochen habe mit, du
wirst du immer unterbrochen. Ununterbrochen. Unterbrochen, unterbrochen, unterbrochen. Und du hängst hier stundenlang gefühlt in dieser einen Town und musst das machen und das machen und das machen. Du musst. Du kannst nicht, sondern du musst. Und das sackt halt. Das regt mich auf. Ich will einfach spielen, ne? Das ist ein Spiel. Das ist jetzt kein A Way Out, haben wir vorher gesehen, ne? Wo das eigentlich so ein interaktiver Film ist. Okay, das hat schon dann irgendwie seine Daseinsberechtigung, wenn das wirklich diese Genre ist. Aber das ist nicht diese Genre. Das lasst mich einfach spielen, denke ich mir bei Pokémon. Was? Na, Hidden Sword. Wanni, tu nicht so unschuldig. Du weißt genau, was das heißt. So. Schaut. Wollte ich gerade positiv anmerken. Wir haben die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Dieses Spiel überlässt uns das. Aber natürlich nicht. Aber dafür hat das Spiel uns eh schon Möglichkeiten aufgezeigt. Das ist trotzdem, dass man dir das offen lässt, was du machst, ne? Hold on, Heiko. I came here for the gym. Don't let Uncle keep waiting. Okay, wegen dem Uncle. Das kann ich jetzt noch verstehen. Aber wenn der Onkel weg ist, dann will ich hier keine Unterbrechungen mehr haben. So. Achso, du bist ja der Onkel. Ehrlich gesagt, nö. Ach, Wanni. Wanni, Wanni, Wanni. Heiko, you are late. The gym is right here. Ach, kommt jetzt der Rivale. Uncle, do you know why... What? Do you know why was I so late? Do you know why I was isolate? Isolate? Isoliert? I don't think so. Why were you late? Das ist gerade irgendwie sehr, sehr komisch, die ganze Sache. Erstmal das Englisch vom Feinsten. Jetzt. Okay. Warum warst du denn so spät dran? Und geht dann gleich im nächsten Atemzug. Well, there was this bad guy from Team Aqua. He tried to steal a Pokemon from the daycare center. The Pokemon was the Pikachu of Watson, the gym leader here. Ah, Watson, the cheerfully electrifying man. You rescued his Pikachu? That's actually very impressive of you, Heiko. Heiko, listen, I honestly think this is not a good idea for you to challenge this gym. You might lose, and that might absolutely shatter you. Und ich weiß das ganz genau. Naja, so einfach geht's ja nicht, ne? Heiko ist ja noch relativ jung, ne? Und man will ja als sein Vorgesetzter ja nur sein Bestes. Und wenn man denkt, ah, das ist eine Niederlage und dann... richtig am Boden zerstört. Jetzt schon im Vorhinein zu sagen. Kann auch mal richtig nach hinten losgehen, so eine Mentalität. Also, da kann ich auch schon anhand dessen, was ich bisher jetzt so im Studium gelernt habe, was ich auch im Praktikum bei den Kindern selber gemerkt habe, sowas kommt gar nicht gut an. Ich habe ja mein Praktikum mal bei einer... Ich habe mal sehr schlechtes Praktikum gehabt, im Sinn von, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil da die Lehrerin richtig bescheuert war, von ihrem Stil her so autoritär und hat die Kinder auch nichts zugemutet. Genau sowas, ne? Ja, hat das auch vor dem Kind immer so gesagt und. Und man hat das halt richtig gemerkt am Kind, was das mit einem macht, wenn jetzt die Lehrperson zum Beispiel das Kind eigentlich vor der Klasse ein bisschen permiert, ne? Mit einer Aussage, nee, das macht jetzt nur das Kind XY als Hausübung, ihr nicht und so. Das hat sie vor der ganzen Klasse so gesagt, einfach ohne es irgendwie angesprochen zu haben oder so. Und das geht halt überhaupt nicht. Oder auch der Umgang mit so einem Kind, das irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so, ja,
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was genau das war gesundheitlich, aber er war halt, es gibt Momente, wo er einfach abschaltet, er ist dann nicht mehr da. Aber er geht halt einfach weiter oder tut mit den Händen herum, aber er ist halt einfach dann nicht mehr. Ja, so abgespaced, kann man sagen. Und das ist halt für das Kind halt relativ bescheuert, aber die Lehrerin hat da so ihren Spaß immer draus gemacht und. Und auch dann immer beschwert bei den Eltern, dass sie nicht damit arbeiten kann mit dem Kind, und das kriegt das Kind dann auch mit. Und das merkt man halt. Also, das habe ich selber schon gesehen, was jetzt auch so eine Mentalität. Vielleicht hat die Lehrerin das ja auch nur irgendwie. Na gut, gemeint weiß ich jetzt nicht. Da hat sich dieses Jahr aber dann sehr, sehr blöd angestellt, wenn sich das gut meint. Aber ja, wenn er halt verliert, wenn er Fehler macht, dann macht er halt Fehler, ne? Dann macht er Fehler. Hallo. Würde man das Kind vor jedem Fehler beschützen, dann wärst du ja von deiner Mentalität her immer noch ein kleines Baby. Weil würden die Babys jetzt nicht lernen aus ihren Sachen, aus ihren Fehlern, ne? Wenn ein kleines Kind hinfällt, dann weint es, ist zwar irgendwie arm, aber es wird dann sicher irgendwann mal lernen, hey, ich muss irgendwie rechten Fuß heben und nach vorne, dann linken Fuß und nicht irgendwie alles gleichzeitig oder sowas. Genauso lernt man, ne? Aus Fehlern. Mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Mit dieser Mentalität, man darf keine Fehler zeigen, man darf keine Fehler machen, weil nur aus Fehlern lernt man eigentlich hauptsächlich. Ja, man lernt auch immer wieder, wenn man von anderen Situationen, ja, wenn man sich da informiert, wie, wenn man jetzt Geschichte hernimmt, ne, wie früher die Menschen so getickt haben, wie es zum Zweiten Weltkrieg kommen konnte, wie konnte es sein, dass in Deutschland zum Beispiel oder da in Mitteleuropa die Nazis an die Macht kommen konnten. Da kann man sich sicher informieren, wie das so war, und versuchen, diese Fehler nicht zu machen. Also das geht ja auch völlig in Ordnung. Aber das meiste im Leben schaut wirklich so aus, du machst einen Fehler und dann lernst du halt draus. Aber wenn man mit der Mentalität rankommt, du darfst gar keine Fehler machen, und wenn du einen Fehler machst, dann bist du, keine Ahnung, dann kannst du eh schon dein Leben aufgeben, so nach dem Sinn. Das ist richtig ekelhaft. Macht ruhig Fehler, lernt aber draus. Und damit hat sich's. Sieht man ja eh bei den Politikern. Wir haben eh vorher die CDU angesprochen. Was die ja heute, glaube ich, auch wieder rausgehauen haben. Eben mit den, sind eh nur alle bezahlt, die Demonstranten. Jene Leute hätten schon längst einlenken können und sagen können, okay, das war unser Fehler. Also, das geht so nicht weiter, wir müssen uns da ändern. Das war unser Fehler, wir müssen da lernen draus. Nein, genau die Leute sind dann, die so engstirnig sind und, keine Ahnung, warum auch immer, stolz ist vielleicht auch dabei und sagen einfach, nö, ich bin immer richtig, ich darf keine Fehler machen. Und da sieht man ja, zu welcher Person man wird, wenn man sich mal jene Politiker anschaut. Genauso zu jemandem. Zu so jemanden wird man dann. Und ich glaube nicht wirklich, dass das ein Vorbild ist, ne? Also, Leute, macht ruhig Fehler. So den Onkel so richtig gegeben jetzt. Oder bei der Emma Watson. Ja. You might lose, and that might absolutely shatter you. I don't want that to happen. I really do care about you, Heiko. Dann ist der Onkel wahrscheinlich jetzt kein Assi, sondern er ist halt einfach nur dumm. Onkel, but
I'm very sorry, Heiko. Komm, Rivale, zeig's ihn. Onkel, please. I want to challenge this gym and see how much better I've become. Please, may I, please? Now hold on, Heiko. Since you started living with Pokemon, you have grown quite a lot stronger. But don't you think you're pushing it to suddenly challenge a gym? Achso, er weiß ja noch gar nicht, dass wir einen Arenaleiter besiegt haben. Okay, das ist dann wieder was anderes, wenn man gesehen hat vielleicht, dass Heiko noch nie sowas gemacht hat und jetzt schon den dritten Arenaleiter herausfordern will, dass das richtig heftig wird. Aber lass ihn halt trotzdem machen. Dieser Watson wird da Heiko sicher nicht irgendwie umbringen in der Gym, wenn er zu schwach ist. Dann lass ihn einfach verlieren. Wenn er dann merkt, okay, das war wirklich eine Nummer zu hoch für mich, dann wird man schon schauen, wie es weitergeht, ne? Aber im Vorhinein schon so eine Gelegenheit einfach vermeiden? Ne. Rip Heiko. I'm not pushing it. If I combine forces with my Pokemon, we can beat everyone. Oh, hi, Brandon. I've gotten a lock stronger since we met. Brandon, I want you and my uncle to understand that. Brandon. Please, will you have a battle with me? Will you marry me? Of course, let's go right ahead. Okay, here I come. Oh yes. Wie war das bei Heiko nochmal? Was? Was? Level 21. Es ist auf jeden Fall ein episches Battle als im Original, ne? Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Nein, Exile. An das kannst du denken, Bunny, aber nicht an das Hidden Sword. Aus dir wird man gar nicht schlau. It can't move. Schauen wir mal. Macht gar nicht mal so weniger. Hat der Heiko nicht so eine Krankheit? Anscheinend in diesem Spiel nicht. Das ist das Verwirrende. Man hat hier zwar manche Sachen wirklich 1:1 übernommen. Jetzt zum Beispiel hier die Stelle mit dem Onkel. So hat man ihn ja auch im Original angetroffen. Und dann auch der Battle. Aber es scheint wirklich irgendwie dann ein bisschen abgeändert zu sein. Weil bisher wurde noch nichts mit einer Krankheit erwähnt. Und ich glaube, das hätte man besonders jetzt am Anfang schon mal erwähnt. Jetzt hätte der Onkel ja zum Beispiel mal irgendwie gesagt, aber nee, du musst ja auf deine Gesundheit aufpassen. Wenn du dich da so reinsteigerst, dann das geht nicht. Sowas hätte ich mir jetzt erwartet, aber das hat er nicht angesprochen. Also glaube ich, dass hier in dem Spiel das nur eine alternative Welt ist, wo Heiko jetzt gar nicht diese Krankheit hat. So. Heiko ist ein Kapper. Der Soul-Kapper ist er. Ja, so kann man es eigentlich auch sehen. Hatte er so... was hatte Soul eigentlich? Hatten die beiden irgendwie so eine Herzkrankheit oder irgendwas in die Richtung? Kann das sein? Oh, come on. Den Super Potion kannst du dir sonst wohin schieben. Los geht's. Wir schaffen das. Wer doch gelacht, ich sag's euch, ja, los, Poison Sting, wir schaffen das. Komm, irgendwann. Wir sind Pyrolyse. So viel Pyrolyse. Irgendwie fühlt sich das jetzt schon so an, als wäre heute Sonntag. Weil ich mal produktiv war, ich bin rausgegangen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin ja mit dem Bus zum Bahnhof gefahren, wo der Treffpunkt war von der Demo. Und der Bus, ey, erstens mal hatte er richtig Verspätung und dann war der auch noch vollgestopft. So richtig voll. Also da war wirklich kein Platz mehr drinnen.
dann ging die Tür irgendwie nie zu. Vielleicht waren es zu viele Leute da in dem Bus. Aber ich hab's letzten Endes geschafft. Super! Mal schauen, was er sagt, wenn wir gewinnen hier, nicht? Sol sollte nicht überanstrengen oder so. Das kann aber auch mehrere Gründe haben. Man denkt vielleicht, ja, weil Herzkrankheit und so, ne? Oh, diese Hex, die müssen jetzt gar nicht sein. Oh, das hat viel Abwechslung. Er sollte sich vielleicht ja nicht überanstrengen, weil er sich den Zeh gebrochen hat. Kann ja auch sein, ne? Nicht gleich so belasten. Na, wenn man mal bedenkt, ne? Einfach in so einen Fußballschuh reinschlüpfen, das kann schon ein bisschen eng werden. Also von daher. Aber jetzt kein Super Potion. Doch! Oh la la! Ja, komm. Nicht schleifen. Moin, was bist du für einer? Das zieht so viel ab! Das gibt's doch nicht! Nein, Super Sonic! 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 Ich google das jetzt. Was? Was googelst du jetzt? Wahrscheinlich die Krankheit. Oder du googelst danach. Ich habe noch nie einen Fußballschuh angehabt. Jetzt google ich mal Fußballschuh. Wie schaut das aus? Das Geodude sollte eigentlich... Sorry, Mike. Das Geodude sollte eigentlich rasiert werden hier. Oh yeah. War gar nicht so einfach hier. Wow, Heiko, you're stronger than I expected. Yes. You're really strong. I have to go to the Pokecenter to heal my Pokemon. Catch up with you later. Smell you later, ne? Sia, was sagst du jetzt? Well, Heiko, I was wrong. Please go and challenge Watson. I believe in you. Uncle, even though I was mad at you, I thank you very much. The battle with Benton showed me how much I love my Pokemans. Thank you for escorting me. Escort? We will meet after I beat Watson. You can do it, Heiko! Okay. Richtig gegeben hier. Wo wartet ihr jetzt? Hier drinnen? Nein. Ah, das ist ja der Singsulala. Wer? Der Singsulala. Kennt ihr den nicht? Jetzt komm. Hallöchen. Hey! Yo! Spann den Wagen an! They call me the Hipster! Okay. I'll teach you what's hip and happening. Hey, have you heard about losing? Das war genau das Thema, das ich angesprochen habe, ne? Fehler machen, verlieren. What's it mean? Well, ask your daddy or mommy, okay? Okay. Ich hätte mir jetzt was anderes gedacht. Ja, gut. Hey, gibst du uns ein Fahrrad? What have we here? A most energy customer. Okay. Es gibt einen Charakter namens Midagara, der von Sol und Erwin gesungen wird. Oh. Ah, ich hab da sogar so eine CD, so ein Album gekauft. Aber war da Sol und Erwin dabei? Es war von der ersten Trilogie und von der zweiten Trilogie. Es war auch Do My Best oder wie auch immer dieses Lied da heißt von Erwin. Vielleicht kennst du das ja. Das war auch dabei. Müsst ihr nachschauen. Das möchte ich jetzt auch nachschauen. Ich habe eh hier mein,
Regal daneben. Character Songs. Da ist irgendwas im Level. Da habe ich ein ganzes Fach von. Das ist Chrono Stones. Das auch. Da, Character Songs. Ja, Japanisch müsste ich jetzt kennen. Da steht jetzt zumindest dabei, aber nur in Japanisch. Aber vielleicht im Internet. In der Summe 11 Fisch irgendwas. Ist das? So, da schaue ich mal. Ja, wenn ich das hab, würde ich das sogar jetzt kurz mal einwerfen. Aber nur, wenn es das Aerion Soul-Lied ist. Sonst nicht. Weil ich hab's eh hier am PC. So. Inazuma 11 Character Song 5 irgendwas. Ah, Son. Ich hab den Sohn geschrieben. So, Character Songs. Inazuma 11 Fandom. Bist selber so ein Fandom. Ach, das dauert jetzt Ewigkeiten. Nee, das ist nicht das Cover, das Richtige. Hey, am 6. April 2011 ist das rausgekommen. Suche aber was anderes. Character Song. Irgendwie habe ich heute mehr Bock auf was anderes. Character Song. Heißt das irgendwie anders? Summe 11 Fifth. Character Song. Fifth. Character Fifth. Oh, goodness. Ich komme immer näher. Songalbums. Wir haben es gleich. Achso, ich könnte ja auch mal einfach den Namen eingeben, ne? Aber jetzt habe ich es eh hier. So, das da habe ich. Gibt schon ein paar. Ah, das könnte im Chronostone-Album sein, ne? Das habe ich nicht, glaube ich. Ich habe nur dieses Pfiff. Okay, hier steht's in Englisch. Wir haben hier Endo, Tenma, bla 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 bla. Es müsste... Oh, es gibt da sogar ein Lied von Faye und Goldie. Oh, und das zweite Opening mit den... mit den Charakteren. So geil. Alter. Ist das. Warte, da warum so viel? Ah, Cool Heat ist auch richtig geil. Cool Heat. Von Wiki und ein Dude aus Galaxy, das ist geil. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Character Songs, ne? Also nein. Ist hier nicht dabei. Dann schauen wir mal Chrono Stones. Chrono Stones. Okay, da. Das ist das erste Lied. Okay. Das habe ich leider nicht. Aber hört sich das geil an. Ich kenne die Songs nicht. Ja, Cool Heat kann man mal kurz einwerfen. Character Song. Cool Heat. So. Einfach mal. Ich werde schneller abspielen, weil ich weiß nicht, wie das mit Copyright und Co. ist. Vielleicht hat man es ja eh schon mal gehört, ne? So, mal 1,75. Hört sich jetzt nicht so schön an, wenn es so gespeedet ist. Aber, wisst ihr was? Ihr könnt sicher daneben jetzt Cool Heat einschalten. Cool Heat.
So heißt das. Okay, dann halt vielleicht 1,5. Dann werde ich sicher. Es ist immer noch so laut. Jetzt habe ich eh schon halbiert. Jetzt wird's geil. Ja, das ist halt so richtig geil. Ich finde es witzig. Ja, manche hören sich wirklich geil an, ne? Muss man schon lassen, ne? Bisschen komisch an, wenn man mal bedenkt, das sind eigentlich die Synchronsprecher, aber es hört sich geil an. So, spielen wir einfach mal weiter. Das ist heute ein komisches Stream, ich sehe schon. Well, wouldn't call me energetic. I'm Heiko. Ich bin Patrick. Nein, hier ist Patrick. So, das ist ja der Radler. You may call me Weidel, the Weidel. I'm the owner of the cycle shop. Your running shoes are pretty dirty. Was soll das heißen? Es geht jetzt schon in die Fetischrichtung, nicht? Ne, wie so Pornos, die immer so Geschichten haben vom Pizzaboten, der kommt. Und dann entwickelt sich das all of a sudden zu so einem Porno oder sowas. Und hier geht's jetzt gleich in die Richtung. Deine Schuhe sehen abgetragen aus. Ich würde es nicht so richtig geil finden, wenn du die ausziehst und... Okay. Ich gehe nicht weiter. Where did you come from? Alter, was will der alles wissen? Verdantworth Town. Oh, I see. That's not too far from here. Schade. Also können deine Füße jetzt sicher nicht so in Schweiß gebadet sein. Schade, das hätte mich aber jetzt schon richtig angetört. Oh, das kann man sicher out of context nehmen. Damn you, Internet! I offer free bikes for those who came from places like Littlewood, Duford, or Moston. But since you are not from there, I'll sell them to you. Hallo. Listen, hey, 50.000. Which bike would you like? Nein. I'll buy things next time I'm here. No problema, boy. Looking forward for you coming. Oh nein, no! No, no, no. Ich gehe hier weg. Ich werde mir hier nie ein Fahrrad holen. Ich werde lieber hier die Speed-Taste drücken. Nein, nie wieder gehe ich da rein. Nee. Nee. Nein. Nein. Einfach nein. Bunny, kannst du jetzt mit der ganzen Sache auch wieder nichts anfangen? Oder hast du es gecheckt und gesagt, was? Ja, das war wirklich so ein Moment. Okay, bye. Ich bin hier weg. Ich werde nie wiederkommen. Und wenn du mir irgendwie auf der Straße mal begegnest oder so, dann rufe ich gleich die Polizei. So ein Moment war das. Söderle. Brrr. Blinde. Oh, du hast noch so viel Pokémans. Nee, eigentlich nicht. Was eigentlich nicht? Was heißt eigentlich nicht? Auf was war das jetzt bezogen? Auf was war das bezogen, Mädel? So, Megatrain. Tut, tut. All your energy. Wieso sind Anime-Charakter so süß als Kind? I know that feel.
kann schon richtig ekelhaft werden. Richtig ekelhaft süß. Ekelhaft habe ich jetzt eher gesagt, weil jetzt, ich bin schon richtig versaut. Es gibt ja diese ganzen Shooters, glaube ich heißen die, wo man Kinder so sexuell darstellt, wo ich mir auch denke. Die finden Kinder auch süß, aber ob man das so gut findet, I don't know. Das heißt jetzt nicht, Manni, dass du, weil du Kinder süß findest oder Anime-Kinder süß findest, dass du auch so eine Person bist. Das heißt es jetzt nicht, falls du vielleicht daran gedacht hast. Ich finde ja auch die Anime-Charakter auch niedlich. Ne? Es muss ja nicht immer so... Es muss ja nicht jeder einer der richtig falschen Worte sein. Und für mich ist das falsch. Ich tschatsche euch. Ich tschatsche euch, falls ihr das richtig geil findet. Also ich meine wirklich so richtig sexuell darstellen. Ich frage mich da, warum? Und ich habe da jetzt schon einiges gesehen. Ich wollte mir auch mal anschauen, warum. Jetzt gehen wir wieder in die Richtung mit Pixiv, ne? Da habe ich wirklich jetzt auch schon hin und wieder mal reingeschaut. Jetzt auch dieses ab 18 abgestellt, dass ich halt alles sehen kann. Ich wollte einfach wissen, warum. Aber ich weiß nicht, warum. Da wird man nicht schlau, wenn man sich das anschaut. Also, das habe ich jetzt schon gelernt. Ich wurde jetzt nur... Mein ganzes Leben wurde ruiniert, nachdem ich das alles angeschaut habe. Ich kann nie wieder das ansehen. Tja. Okay, muss gehen. Bis gleich. Okay. Da geht sie. Aber ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, warum. Weil dieses Thema braucht man sich jetzt nicht nochmal anhören. Gehen wir lieber zu einem anderen Thema über. Und ja, bis später oder gleich. Ich habe heute eh nicht so lang vor zu streamen, also mal schauen, ob es ein später wird. Jo. So, ich speed das jetzt einfach mal. Was ich heute auch ein bisschen schade fand an der Demonstration, neben den blöden Herumtrillern von den Pfeifen. Oh mein Gott, es entwickelt sich. Es gab da leider auch ein paar Leute, die das Ganze jetzt nicht so ernst genommen haben. Weil da gab es ein Demonstrationsschild mit Memes gehören irgendwie. Kunstmuseum oder so und nicht den Upload-Filter Abfall oder irgendwas so in die Richtung ging's. Und die haben sich dauernd so lustig gemacht darüber, so Pornos sind Kunstwerke. Und als ich dann von der Demo weggegangen bin, habe ich die dann zufällig auch noch gesehen, wie die zur Demo gegangen sind dann bei dem Platz, und die haben da auch wieder so was Blödes umgelabert von die werden jetzt warten, bis irgendwie, ich hoffe mal nicht, dass das wirklich verkehrte Leute waren, weil ich glaube, die haben irgendwas gelabert von, sie werden warten, bis jetzt sich alles so auflöst, und falls da Mädels sind, werden die mit denen saufen gehen oder irgendwie sowas. Das habe ich beim Vorbeigehen noch so gerade gehört. Da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich mir gedacht. Das waren halt die immer so herumgeschrien haben während der Demonstration mit Pornos sind Kunstwerke. So richtig kindisch. Und ich schätze die, sage jetzt einfach mal so 17, 18 ein. Ja, es sind ja Jugendliche. Aber es... Das wäre eine Beleidigung gegenüber den normalen Jugendlichen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn man die
gleichstellt mit diesen Leuten. Weil das... Nee. Das ging überhaupt nicht, finde ich. Einfach nö. Es muss nicht sein. No, no, no. Und ja. Ich fand's zwar irgendwie nice, auch viele Leute dort gesehen zu haben, die sich da angestrengt haben. Ich fand's eigentlich auch nice, weil irgendwie der Redner... Der Redner hat irgendwie abgesagt und dann haben sie halt spontan was draus gemacht. Ich fand's dann auch nice, wie sie dann die einzelnen Schilder vorstellen lassen haben. Sie hatten zwar jetzt kein Programm, aber das fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil das finde ich eigentlich auch nice, dass sie dann die Demonstranten nach vorne gehen haben lassen. Die haben dann auch gesagt, was sie mit ihrem Schild aussagen wollten und so. Das war eigentlich so als spontaner Einfall gar nicht mal so schlecht. In der Tat, in der Tat. Man hat einfach die Leute zum Reden gebracht. Es waren jetzt nicht so viele Leute dabei. Das schätze ich jetzt mal so 100 bis 200 Leute waren es maximal. Und ich habe jetzt hier in Salzburg schon... Vor allem, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche waren wir da mit der Studiumgruppe. Waren wir da auch bei der Klimademonstration dabei, wo die Schüler demonstriert haben. Das waren locker über 1000 Leute. Also ich habe da schon die letzten Wochen auf jeden Fall mehr gesehen. Fand das ein bisschen schade, dass es nicht so viele Leute waren. Aber die waren dafür umso lauter mit ihrem Pfeifen, was ich eher... Wo ich so gespalten bin, weil... Ja, schön und gut, dass die richtig laut waren mit ihren Pfeifen, aber das war halt... Aber so... Da hatte ich auch nicht wirklich so Motivation, irgendwie mit die Sprechchöre mitzureden oder so. Es war mir einfach dann irgendwie alles zu laut. Was ich schade finde. Warum hat der noch einen Kadabra? Wenn sie blinde hier drauf geht, dann kann das schon ziemlich schwer werden. Level 22, yes. Aber ich finde es trotzdem nice, wie die Leute hier mitgemacht haben. Ich habe da auch eine Handvoll ältere Leute gesehen, die mitdemonstriert haben. Einer hat sich dann auch zu Wort gemeldet am Ende, dass er das auch gut findet, dass so viele junge Leute hier sind. Und ich war dann letzten Endes zufrieden. Also, man hat immerhin irgendwie Krach gemacht, ne? Also, ich habe auch da einige Leute am Straßenrand gesehen, die da gefilmt haben, die da geschaut haben. Das waren jetzt, glaube ich, auch mehr Leute, die ich so neben der Demo gesehen habe, als eben bei jener Demonstration Friday for Future heißt die, ne? Klimawandel-Demo. Da sind wir auch gegangen. Oder ich habe es halt nicht so mitbekommen, weil das eben um ein Vielfaches mehr war, ne? Aber ich glaube nicht, dass da so viele Leute immer daneben standen. Ich glaube, der Gang war auch einer von Vorteil, sage ich jetzt mal, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir sind da vom Hauptbahnhof eigentlich diese Hauptstraße entlang gegangen, die es da gibt bei uns. Dass man da auf sich aufmerksam macht, ist ja auch irgendwie klar, nicht? Und eben jene großen Plätze, sage ich jetzt mal, sind wir auch
durchgegangen. Mirabellplatz war... Da sind halt eben an dieser Hauptstraße und Mirabellplatz in die Richtung sind halt immer sehr viele Leute. Im Gegensatz zur Klimawandel-Demonstration, da sind wir vom Unipark, also von der Universität, von dem Platz. Ja, sind wir zwar so einen Umweg gegangen und haben da auch eher die Hauptstraße genommen, sage ich jetzt einfach mal, wo wir lang gegangen sind. Aber ich glaube, da sind nicht so viele Fußgänger daneben, die man damit erreichen kann. Das war jetzt bei der heutigen Demonstration, da waren auf jeden Fall einige mehr Leute, die eben daneben da waren und sich das angeschaut haben. Und auch gefilmt. Also das kam mir heute schon wesentlich mehr vor, dass da Schaulustige sind, sage ich jetzt einfach mal. Was irgendwie ironisch ist, ne? Heute, bei der heutigen Demonstration, wo bei uns vielleicht 100 bis 200 Leute waren, die gegangen sind, gab es viel mehr Schaulustige als bei der anderen Demonstration zum Klimawandel, wo locker über 1000 Leute da waren. Das ist schon irgendwie ironisch, nicht? Und Hallöchen, Daki. Warst du auch demonstrieren? Gab's in der Schweiz eigentlich irgendwie einen Treffpunkt oder so? Ich habe jetzt einfach nur mal so einen Vergleich gezogen. Aber das sieht man auch wieder, ne? Die halt unnötigen Lärm gemacht haben mit diesen ganzen Pfeifen, die haben irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie es scheint, als eigentlich die wesentlich mehr waren mit dem Klimawandel. Das ist schon irgendwie ironisch. Finde ich schon, ne? Vielleicht hat es was damit zu tun, dass... Musst du hier einsetzen. Vielleicht hat es was damit zu tun, weil die ganze Sache um Urheberrechtsreform doch jetzt schon präsenter ist als jetzt Klimawandel vielleicht. Klimawandel war zwar immer ein Thema, aber ich habe das Gefühl, das wird halt oft einfach so ignoriert. Berlin waren es, glaube ich, über 20.000. Ja, das war ein anderes Kaliber, habe ich schon. Waren das nicht mehr in Berlin? Weil ich habe gelesen, in München waren es sogar 40.000. Ich glaube, Berlin waren dann noch mehr. Ja, in Zürich war es 3.000. Okay. Immerhin ein paar Tausend. Das ist gut. Wie schon gesagt... Soll ich jetzt dir auch noch das Video zeigen? Es hat ein Dude jetzt hier in Salzburg auch einen Livestream gemacht und ich war mal eine Zeit lang im Hintergrund. Willst du das auch anschauen? Das habe ich ihm bisher Manni gezeigt, Mike gezeigt. Wenn du Bock hast, zeige ich es dir jetzt auch. Aber jetzt hier in Salzburg waren halt nicht wirklich viele. Was ich schade finde, weil ich denke mir... Salzburg, es sind nur drei Städte gewesen in Österreich, zum einen. Ich glaube Salzburg, Linz oder Graz und Wien natürlich. Und ich denke mir, hier eben Stadt Salzburg, da ist jetzt zum Beispiel eine größere deutsche Stadt, kann man sagen, jetzt nicht in München oder so, aber trotzdem, Freilassing ist auch relativ groß. Das ist ja eigentlich... direkt daneben, neben der Stadt Salzburg, da habe ich mir schon gedacht, dass auch von Deutschland, eben von der Grenze, mehr Leute kommen. Vielleicht sind die alle nach München gefahren. Naja. Es waren auf jeden Fall einige. Ich habe mir mal da diese Map angeschaut, wo eben drauf stand, wo denn so demonstriert wird. Das ist schon irgendwie so Mitteleuropa. In Frankreich war da eigentlich nichts, habe ich gesehen.
Was ich auch schade finde. So, das war wirklich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, kann man sagen. Und vereinzelt halt bei den anderen europäischen Ländern. Aber sonst nicht. Das Video. Richtig am Angeben. Wobei kann man da vom Angeben sprechen. Daki, schauen wir mal, ob du mich erkennst. Schau einfach, ob du irgendjemand mit einer extrem hohen Stirn siehst. Mal schauen, ob du mich dann siehst. Mal schauen. Mehr sage ich nicht. Ich sag dir auch nicht, was ich angehabt habe oder so. Mal schauen, ob du nur anhand dessen mich erkennen kannst. Ich bestehe nur aus Stirn. Denk einfach daran. So. Da ist er gerade wieder am Saufen, der Dude. Lautstärke, Regler, Google Chrome, nein. Uno Momento. Eigenschaft, Live-Switch, nein. Dann halt neu, entfernen. Das bin ich übrigens nicht, falls du dich wunderst. Fensteraufnahme. So. Wo ist denn das richtige Fenster jetzt? Das verwirrt mich gerade. Ist das das Fenster schon? Ich glaube schon. Ist das das Fenster? Oder ist das was anderes? Ich bin gerade extrem verwirrt. Nein. Ja, moin, was ist denn los hier? Oh, schau dich das an. Richtig abgespaced, aber das geht ja nicht an. Ich will das jetzt mal klar sehen. Wo ist denn das? Achso, da ist er. So. Das lassen wir jetzt mal so. Das schieben wir dahin. So. Gut. Ja, dann verdecken wir das jetzt mal. So, wieder Shoutout. Ich gebe den Dude, den ich überhaupt nicht kenne, heute schon zum dritten Mal ein Shoutout. Ich verwende ja auch sein Video, also das ist das Mindeste. Der hat da so einen Livestream gemacht und irgendwann habe ich selber gemerkt, hey, der hat ja ein Handy vor seiner Nase und da gab es auch einen Twitch-Stream, habe ich gesehen. Moment, ich muss mal schauen. Okay, man sieht mich jetzt schon. Ab jetzt sieht man mich im Hintergrund schon. Mal schauen. Musst nur Ausschau halten nach jemandem, der nur aus Stirn besteht. Siehst du mich? Ist ein bisschen verpixelt hier. Und irgendwann mal war ich ziemlich nahe dran. Mal schauen, ob ich das irgendwo noch finde. Ich weiß nicht so recht, wo das war. Einfach sagen, ja, ich sehe dich, falls du mich schon erkannt hast. Das ist mal zu scheiße. Ich habe noch keinen Kommi gesehen. So. Irgendwann. Ich kann dir schon mal sagen, irgendwann tauche ich hier auf. Eigentlich ziemlich groß. Da habe ich dann gemerkt, oh, ich bin ja eigentlich da direkt zu sehen und das war ein bisschen awkward. Ist das jetzt schon vorbei? Ich weiß eben nicht. Weil irgendwann habe ich mich dann auch versteckt, als ich es gesehen habe. Da bin ich ja, dann gehe ich, dann verschwinde ich irgendwie so im Hintergrund. Na, ich glaube da. Aber es waren trotzdem ein paar Leute da, also das war schon nice, ne? Wie man hier gerade sieht, oh, da sind wir abgebogen. Das war irgendwo hier. Moment. So. Hast du mich jetzt schon erkannt, Darky? Ist das der mit der Sonnenbrille? Hinten? Nein. So. Hier. Standbild. Der da. Oh, man sieht meine Maus nicht. Du siehst den alten Opa im Hintergrund. Der hinterm alten Opa.
der eigentlich gar keinen Haaransatz mehr oben hat oder vorne hat, wo da nur so ein lächerlicher Strich ist. Der im blauen, im weißblauen mit roten Rucksack. Da bin ich. Siehst du mich? Jetzt ist ein bisschen schwammig hier wieder. Aber irgendwann war ich wirklich mal da. Jetzt sieht man doch die Maus. Irgendwann war ich wirklich da, wo ich jetzt mit der Maus ihn zeige. Also da war ich direkt hinter dem Dude. Ich näher mich ihn aber, ne? Da bin ich jetzt schon näher dran. Less Foss, more Foss. Das hat der Dude, der das Schild hat, auch dann beim Platz erklärt, was er mit Foss gemeint hat. Nicht Vogel-V, sondern mit dem F. Foss. Irgendwie freies Internetprogramm gedöns, irgendwie so Software. Ah, da bin ich jetzt schon wieder, ne? Es war halt auch irgendwie merkwürdig, muss ich sagen, so ganz allein da mitzugehen. Kann ich mir wirklich lustiger vorstellen, wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist. So, ich glaube, da hat der das auch mitgefilmt. Mal schauen, sieht man. Ich war hier eher links hinten dann. Ah, da sind wir eh. Da haben dann die Leute ihre Plakate vorgestellt. Weil der Redner, ich glaube, da warst du nicht da, Dagi. Der Redner hat da irgendwie abgesagt. Deswegen haben es keinen gehabt, der irgendwie redet. Und spontan haben es gesagt, ja. Die Leute mit den Schildern können mal vorstellen, auch da die Kinder. Was stehen da oben? Das fand ich eigentlich schon eine schöne Aktion. Also, auch wenn das laute Rumdrillern richtig unnötig war mit dem Pfeifen, fand ich das eigentlich nice. So. Jetzt habe ich es dir auch mal gezeigt, ne? Ja, jemand hat ja auch rumgespackt, der wo solche Handgesten gemacht. Im Video. Ich hab's auch vorher gesagt, wo du glaube ich auch nicht jetzt da warst. Es waren halt ein paar Leute dabei. Es war so eine Gruppe. Die waren halt ziemlich unreif. Die waren halt auch irgendwie direkt hinter mir bei der Demonstration und die haben sich dauernd lustig gemacht über ein Plakat, wo irgendwie oben stand Memes gehören irgendwie ins Kunstmuseum und nicht irgendwie Upload Mist Abfall-Dings. Wie heißt denn das nochmal? Mülllade? Nein. Müllabfuhr? Nein, das ist das. Der... Wie heißt denn nochmal der Ort, wo man Müll lagert? Ja, auf jeden Fall stand das da auf dem Plakat oben. Und die waren halt so unreif und haben die ganze Zeit sich lustig gemacht über dieses Plakat. So nach dem Sinn, ja, Pornos sind Kunstwerke. Und haben dann blöd herumgeschrien. Also, die hätte ich auch gern verzichten können. Weil das hat nicht wirklich was beigetragen. Datenmüllhalde. Ja, ich glaube, wir in Österreich verwenden was anderes. Müll. Boah, das gibt's doch nicht. Ah, ich jetzt. Ist auch wurscht. Aber du warst hinten dran. Ich muss auch sagen, die waren. Also, ich war am hinteren Ende, aber die Gruppe war gar nicht mal so groß. Also das war, wie schon gesagt, jetzt nicht wirklich, es waren ja nicht wirklich viele Leute dabei. Dementsprechend, ich konnte zumindest von mir aus, wo ich stand, nach hinten schauen, wo das Polizeiauto uns verfolgt hat, bis nach ganz vorne zu den ersten Leuten. Konnte ich problemlos immer von meiner Sicht aus sehen.
Also von daher. Ich habe mich schon gewundert, das deckt schon diese mehr ab. Quit und Confusion, so soll es. Müllcontainer, Müll. Datenmüll. Schau ich jetzt nach. Das regt mich jetzt gerade auf. Es ist nicht Container, Müll, Halde. Mal schauen. Duden. Du hast sicher irgendwie Synonym dafür. Müllhaufen. Ich glaube, das. Müllablasch. Mülldeponie. Genau, Deponie, das Wort. Das stand. Ist kein Upload. Keine Upload, irgendwie Upload, Mülldeponie oder so. Sondern gehört ins Kunstmuseum oder sowas. So hat man es gesagt. Jemand hat den. Ja. Aber das ist auch irgendwie natürlich, finde ich, dass man da gleich mal nachschaut. Ha, sieht man mich irgendwo? Das war auch bei der Demonstration, Klimawandel-Demonstration. Da sind wir mit unserer Studiumgruppe hingegangen. Und da hat irgendeine eine Mitstudentin gleich mal nachgeschaut. Oh. Sieht man uns irgendwo auf News-Seiten oder so? Ja. Aber ich muss sagen, bei dem Gut mit dem Livestream, da musste ich einfach nachschauen. Normalerweise bin ich dann nicht einer, der dann nachschaut. Man hat auch gesehen, ja, ich habe jetzt zwar jetzt kein negatives Selbstbild, was das angeht, aber wenn ich mich halt so im Film dann sehe, mich ganz, ne, als Mensch und jetzt nicht irgendwie vor der Facecam, wo man ja nur einen kleinen Ausschnitt sieht, sondern wirklich mal so den ganzen Mensch, das fühlt sich schon ein bisschen awkward an, also von daher fand ich das schon ein bisschen merkwürdig, mich dann auch so zu sehen und vor allem jetzt habe ich vorher gesagt, ich sollte mal wieder zum Friseur gehen, weil wenn meine Haare länger sind und die sind jetzt schon wieder ein bisschen länger, sieht man den Kontrast noch ärger, dass ich vorne nichts habe, weil an den Seiten und hinten, da wächst das Haar sehr, sehr gut, ne? Halt nur vorne nicht. Und das ist ein bisschen awkward, wenn man sich dann so sieht. Muss ich dann schon sagen. Also, ich glaube, anhand solcher Videos oder so kann man wahrscheinlich auch merken, dass ich sowas nicht gewohnt bin. Also, dass ich da auch noch ein bisschen socially awkward bin, sage ich jetzt mal. Da merkt man das, glaube ich. Wenn ich da unter mehr Leuten bin, und vor allem jetzt hier bei der Demonstration alleine, da einfach mitgehe. Und dann noch zusätzlich die ganzen Pfeifen dazukommen. Wobei, ich kann ja mal hier wieder den gleichen Stream einschalten. Moment. Und den Ton mal einschalten, weil irgendwann wird man sicher dieses Herumtrillern hören. Ich weiß gerade nicht, wie laut das bei euch ist. Also, falls jetzt zu laut ist, ein bisschen runterstellen. Dann hört euch das einfach mal auf. Die ganze Zeit ununterbrochen einmal rumtrillern. Und dann vor allem. Das ist doch hässlich! Das ist doch. Das. Also, das hässlich war jetzt nicht auf den bezogen, sondern dieses Herum. Im Hintergrund. Und diese Rufe, die waren eigentlich eher selten. Laut. Moment. Das ging halt ununterbrochen. Und besonders schlimm ist das, wenn du umgeben bist von diesen Leuten und alle
heftig in die Pfeife reinpfeifen. Da hat es mich wirklich gewundert, dass mir der Trommelfell nicht platzt. Weil das war schon arg. Da, überall immer diese... Also das fand ich schon unnötig, muss ich ehrlich sagen. Wir waren zwar für die 200 Leute, die wir waren, doch richtig laut, aber ob das so positiv dann war... Und das ist laut? Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie laut das jetzt im Vergleich war. Aber wenn das wirklich extrem laut war und ihr Hilfe schreit, könnt ihr euch denken, wie ich mich gefühlt habe. Weil das war richtig laut. Naja, vielleicht bin ich drauf, muss leider auf. Was? Daki, falls du noch da bist, danke schön, dass du vorbeigeschaut hast. I appreciate that, my boy. So. Habt ihr noch alle ein Gehör? Aber das war wirklich arg. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, ihr seid vorne, rechts, links und von hinten sind Leute, die heftig in so eine Pfeife reinpfeifen. Das hat sich wirklich teilweise angefühlt, als würde jetzt gerade mein Trommelfell gleich mal platzen. So heftig war das. Ich weiß nicht so recht, ob das vom Vorteil ist. Da tat mir diese eine Oma richtig leid. Die hat so ausgesehen, als würde sie gleich mal verrecken. Ich hoffe mal, der geht's gut. Weil die hat sich da auch versucht, irgendwie die Ohren zuzuhalten. Wobei das zu ihrem Glück, muss man sagen, als wir da vorbeigegangen sind, waren das jetzt eh nicht alle, die gleichzeitig heftig reingepfiffen haben, wie es schon oft war während dem Gang. Weil das war heftig, also... Da hätte es mich nicht gewundert, wenn die Oma da wirklich dadurch irgendwie eine Verletzung bekommen hätte. Weil das war wirklich extrem unangenehm. Also ich muss auch ehrlich sagen, es war zwar irgendwie nice, diese Leute zu sehen, die eigentlich für das Gleiche kämpfen, ne? Die was bewirken wollen, also das war trotzdem noch zu spüren. Aber ich persönlich fand irgendwie die Demonstration zum Klimawandel besser, auch wenn es mehr Leute waren. Weil das war für mich irgendwie auch friedlicher, das war nicht so ein permanentes Herumgepfeife. Da haben auch die Leute viel mehr mitgerufen, also von der Demonstration her fand ich Gila jetzt nicht so knorke. Aber das am Ende hat mir gefallen. Eben als wir uns versammelt haben und dann die Leute auch zu Wort gekommen sind. Weil es eben keine Redner gegeben hat, die jetzt was wirklich groß vorbereitet haben. Also, das war nice. Hört ihr eh noch zu? Oder habt ihr euch gedacht, nö, das war mir zu laut, ich schalte einfach jetzt stumm. Und warte die ganze Zeit auf ein Zeichen. Und ich weiß nicht, welches Zeichen ich euch zeigen soll. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen spielen. Das dauert mir zu lang. Siegen. Ja. Selber so ein Ja. Ein Ja. Aber eins war auf jeden Fall heute viel besser als bei der Klimawandeldemonstration. Nämlich dämlich. Das Wetter war so schön. Da konnte man richtig easy peasy mit dem Shirt gehen. Sonne war schön. Es war nicht zu heiß, ne? Es war heute wirklich ein perfektes Wetter. Es war wirklich wunderschön. Richtig, richtig schönes Wetter. Deswegen fand ich es auch ein bisschen schade, dass hier nicht zu viele Leute dabei waren. Weil das Wetter ja optimal war. Beim Klimawandelwetter war das Wetter windig und regnerisch, so richtig heftig. Und da waren nur über 1000 Leute dabei. Das ist irgendwie unlogisch, wenn man mal so bedenkt, ne? Wie kann das sein? Ja, well. Und sieht man da jetzt vielleicht den Vergleich zum Empyrean-Livestream?
Mike, du warst da. Manni, warst du da? Oder du bist am Ende vom Empyrean Livestream gekommen? Ich glaube, da bist du gekommen. Da sieht man jetzt den großen Unterschied. Ich kann reden. Werde nicht dauernd vom Spiel unterbrochen. Ich habe hier die Möglichkeit, das zu machen, was ich eigentlich machen soll. Also zur Arena zu gehen. Oder aber ich sag, nö, ich will jetzt mal die anderen Routen mal abklappern und da vielleicht meine Pokémon mal ein bisschen hochtrainieren. Habe ich hier in dem Spiel die Wahl. Zwar wurde ich ganz am Anfang unterbrochen, wo ich doch noch diese kleine Cutscene machen musste. Mit den Rivalen und mit dem Onkel. Ja, Cutscene, wenn man das so sagen kann. Aber das ergab für mich auf jeden Fall Sinn, weil Heiko hat es ja selber gesagt, hey, mein Onkel, der wartet ja, ich soll mal zu ihm gehen. Da habe ich vollste Verständnis, dass man sagt, nö, du darfst dir jetzt nicht weiter, du musst zuerst das machen. Da habe ich Verständnis. Und da in dem Spiel wird dir das nicht ununterbrochen dargeboten, dieses, du musst aber zuerst das machen und das machen und das machen, wie bei Empyrean, ne? Und. Eine Sache, die mir gerade wieder entfallen ist. Ich wollte noch was sagen. Ja, jetzt in Empyrean zum Beispiel. Habe ich auch gesagt, okay, die ganze Szene mit dem Professor und mit dem, mit der Bücherei, das Buch finden, das ergibt für mich Sinn, dass man jetzt sagt, okay, du darfst jetzt noch nicht weiter. Ich würde es trotzdem begrüßen, dass ich selber die Wahl habe, aber das kritisiere ich jetzt gar nicht. Auch wenn sich das ein bisschen in die Länge gezogen gefühlt hat, das Ganze, finde ich, das hat schon eine Berechtigung. Aber dann dieser Scheiß mit, du musst mit dem Jungen reden und du musst ins Hotel gehen, das ergibt für mich null Sinn. Dass ich da nicht zumindest mal die Route abklappern kann. Ich muss ja nicht gleich zum nächsten Ort gehen, ne? Das muss ja gar nicht sein. Da kann man auch gut eine Barriere für mich setzen, ne? Am Ende von der nächsten Route hätte ich jetzt auch nicht das größte Problem damit. Aber dass man wenigstens mal die Route ein bisschen abklappern kann. Vor allem hätte ich eigentlich auch gern versucht, mal meine Pokémon hochzuleveln. Allerdings sind die wilden Pokémon so schwach, jetzt im Vergleich zu deinem Pokémon, zu meinem Pokémon. Ich habe Level so 57 und so, aber die wilden Pokémon sind jetzt vielleicht maximal Level 40. Die geben dir jetzt nur noch 100 Erfahrungspunkte, 200 Erfahrungspunkte, wenn du mal Glück hast. Oh, doch auf Level 40 gibt dir vielleicht 600 Erfahrungspunkte. Da denke ich mir, what the fuck? So kann man doch nicht wirklich gescheit trainieren. Deswegen wollte ich mal zur nächsten Route, weil da wahrscheinlich die Pokémon ein bisschen höher gelevelt sind. Aber nein, du darfst nicht hin. Und das nervt mich bei Empyrean. Das nimmt mir auch wirklich den Spaß, das Spiel zu spielen. Weil du unnötige Sachen ununterbrochen machen musst. Unnötig, ja. Ist ja an sich jetzt nichts Schlechtes, ne? Ich hab nichts gegen Sidequests im Videospiel. Aber wenn dir das alles aufgezwungen wird, dann habe ich sehr wohl ein Problem damit. Weil, was ist das bitte für ein Spielerlebnis, wenn du immer und immer unterbrochen wirst? Das hat mich aufgeregt, auch beim letzten Empyrean-Livestream, wo wir da in diesem Forscher-Unterschlupf waren. Da musstest du erstmal das machen und dann das machen und das machen, weil ja der Aufzug nicht funktioniert hat. Und dann das machen. Und ja, anstatt dass man irgendwie so Sidequests einbaut, die man, ja, machen kann, wenn man Bock drauf hat. Nein, du musstest das alles machen. Und erst dann konntest du mit der Story weitermachen, ne? Das funktioniert überhaupt nicht. Das finde ich schlecht. Das nimmt mir eigentlich auch einfach den Spaß am Spielen. Und
Das ist eigentlich schade, weil ich Empyreon an sich als Fangame ziemlich gut finde. Also da habe ich jetzt nicht so viel zu bemängeln, aber diese negativen Punkte, die stehen mir bis dahin. Das habe ich nicht gebraucht. Mich hat schon dieser eine Aspekt richtig genervt, dass man das Level auf einmal so hoch schnallt, dass er mal von der einen Route bis zur anderen gut mal schon über 10 Level Unterschied ist. Das war mal schon richtig nervig und dass dann auch die Trainer dementsprechend waren, habe ich mal meine Zeit genommen, um zu leveln. Und jetzt zieht sich das wie so ein richtig zäher Gummi durch, was den Storyverlauf betrifft. Und das hat für mich jetzt zumindest in diesem Livestream mir den Rest gegeben. Dass ich jetzt gesagt habe, nö, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich weiß eben nicht, ob sich das jetzt noch so ändert oder ob das jetzt nur hier so ist, ne? Nur in dieser einen Town. Aber ich habe jetzt nicht die größte Motivation, den Empyreon weiterzuzocken. Also das kann wirklich sein, dass das jetzt der allerletzte Empyreon-Livestream war. Weil mich das einfach nicht mehr reizt als Livestream-Projekt. Da spiele ich sowas viel lieber jetzt. Nicht nur, weil das Heiko ist, sondern ich habe hier jetzt zum Beispiel Zeit, mit euch zu reden, mit euch euch ein Thema zu sagen. Und es ist halt nicht so viel Gelaber und wo der Spielfluss nicht so extrem unterbrochen wird. Natürlich gibt es Spiele, wo das einfach passiert, aber ich habe das Gefühl, dass die Spiele das professioneller machen. Zum Beispiel die Alola-Spiele können sich auch manchmal richtig ziehen und du wirst immer wieder unterbrochen, aber nicht in dem Ausmaß wie in Empyreon zum Beispiel. Also da merkt man schon, dass die Alola-Spiele professionell gemacht wurden und Empyreon eben ein Fangame ist. Das nehme ich dem Spiel jetzt auch nicht so extrem übel, weil es ist und bleibt ein Fangame. Aber für mich persönlich sage ich, ich habe heute jetzt schon irgendwie die Motivation verloren, Empyreon weiter zu streamen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das einfach nebenbei privat einfach durchspiele. Da nervt mich das jetzt nicht so. Weil für mich ist das auch irgendwie was Spezielles, ne? Wenn ich mir Zeit nehme, einen Livestream zu machen. Ist ja ein Zeitfenster, das ich immer einhalten muss und worauf ich mich ja eigentlich auch freue, wo ich mit euch das zusammen zum Beispiel spielen kann. Ne? Wie jetzt diese Fangame. Aber wenn... merkt man, ne? Wenn das dich dann einfach nur immer aufregt, weil das sich so in die Länge zieht, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Projekt. Also würde ich schon sagen, das ist für mich jetzt mal abgebrochen. Das hat mir heute schon den Rest gegeben. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt habe ich den letzten Empyreon-Livestream einfach so gesagt. Yes! Ich habe jetzt alles hinter mir mit dem Forscherhaus und so. Gehe jetzt in die Bibliothek, kriege jetzt das mit dem Buch zu hören und dann kriege ich die nächste Quest, dass ich jetzt weiterziehen kann. Aber nein! Und das hat mir jetzt den Rest gegeben. Also würde ich sagen, wir machen einfach hier mit der Wally Edition weiter. Wir werden kein zweites Fangame jetzt anfangen daneben, sondern wir werden das hier bis zum Ende spielen und dann einfach weitermachen. Das würde ich jetzt schon sagen. Tears of Sand. Ich finde die Vorstellung so geil, ne? Du bist am Strand und das Kind kommt zu dir. Hier hast du Sand. Ist ja eigentlich was richtig Niedliches, wenn man sich das mal vorstellt. Aber es ist halt auch irgendwie merkwürdig. Und wenn ich mir mal so denke, eigentlich sind hier jetzt auch ziemlich viele Trainer, die wir jetzt knüppeln. Und das ist eben jetzt der große Unterschied, finde ich. Bis zum bitteren Ende. Es ist die Wally Edition. Das hat kein bitteres Ende. Es ist Heiko. Das ist Spaß, Spaß, Spaß. Und was immer dazu kommt, ne? Nach jedem oder... Ja, vor jedem Kampf kann man sagen, ne?
diese Animation von Heiko, wie er einen Pokéball wirft und alles so dran. Das ging mir immer zu sehen und das freut mich. Doch. Selber doch. Ja, der große Unterschied hier zu Empyrean ist jetzt auch zum Beispiel, in Empyrean werden dir öfters mal Trainer richtig an die Nase geklatscht, die du meistens auch machen musst. Und dementsprechend, ja, fühlt sich das auch so in die Länge gezogen an. Aber man sieht ja hier, wurde ja auch so vom Game Freak übernommen, wie es in Game Freak war, wie Game Freak das umgesetzt hat. Es gibt zwar viele Trainer, die man knüppeln kann. Es gibt auch ein paar, die Pflicht sind. Aber nicht alle, ne? Und relativ wenige sind Pflicht. Es sind schon, ja, wenige. Wenn ich mal da denke, also zwei Doppelbattles waren auf jeden Fall Pflicht, um hierher zu kommen. Aber ich glaube, das war's auch. Den Rest hätte man nicht machen müssen. Und auch die Trainer, die ich jetzt gerade mache, die sind eher optional, ne? Das ist für mich der große, feine Unterschied. Ein Spiel braucht meiner Meinung nach wirklich Optionales. Vor allem so ein RPG. Wenn dir da in einem RPG alles irgendwie aufgezwungen wird, dann kann das schon richtig nervig werden. Also, das würde ich auch als Kritik abgeben und als Feedback, was jetzt die Empyrean-Ersteller betrifft. Mehr Optionales. Und halt das mit der Level Cap sollte man auch irgendwie schauen, dass man das besser irgendwie unter Kontrolle kriegt, finde ich. Aber das ist jetzt etwas, wo ich darüber hinweggesehen hätte. Hat mich zwar genervt, aber ich habe mir gesagt, okay, dann stecke ich mal diese Stunden an Leveln rein. Aber wenn du dann das nächste Problem hast, das für mich riesig ist, dann ist das so, ne. Warum, Vanni? How could you? Wie kannst du sowas in den Mund nehmen? Aber ich hab's doch mit den Fingern geschrieben. Und jetzt sehe ich schon, wirst gleich klug scheißen und sagen, mit den Fingern? Nein, ich hab's mit der Nase gemacht. Ja gut. Steck deine Bad Endings woanders hin. Das sage ich jetzt mal. Vor allem, wenn es um Heiko geht, da gibt's nur Happy Ends. Es muss doch nicht alles so brutal sein, nicht? Ach komm. Speed! So. Ich glaube, man könnte in den RPG-Makern-Spielen das schon einbauen, dass man irgendwie eine Speed-Option hat, glaube ich, ne? Ich habe es zum Beispiel in Insurgents, glaube ich, noch in Erinnerung. Wisst ihr, was ich gerade denke? Ich hatte gerade eine Erleuchtung. Ich hätte gedacht, dass das im Hintergrund die ganze Zeit Donuts sind. Aber das sind Schwimmreife. Ich check's jetzt erst. Ich so, hey, die schauen ja eigentlich wie Schwimmreife. Oder wusstet ihr, dass das Schwimmreife sind? Und ich, Moment mal. Ich hab gedacht, dass das so Donuts sind. Das ist gerade ein awkward Moment, kann ich dir sagen. Ja, das schaut auch ein bisschen so aus, ne? Und ich hab das alles hier immer so als, ja, als Raststation gesehen, so am Strand, wo man sich zurückziehen kann und was zum Essen bestellen kann. Das ist hier so eine Eismaschine und da sind sich ja auch so Essensprodukte, Nahrungsprodukte drinnen und man kann sich dann einfach so hinsetzen und essen. So habe ich diesen Ort immer gesehen, aber dass da Schwimmreifen sind, das überrascht mich jetzt gerade selber. Also, mind blown, kann ich nur sagen.
Wann ist Dingsbums rausgekommen mit Saphir? Rubin Saphir. 2005? Kann das sein? Nach 14 Jahren kommt endlich die Erleuchtung. Halleluja! Süderli. Schauen wir mal, ob man hier was einkaufen kann. Out of stock. Wisst ihr, was nice ist? Ich hatte ja die Befürchtung von den Inazuma Eleven Trading Card Dingern von dem neuesten Set, dass die out of stock sind, ne? Bevor ich sie einkaufen kann, weil ich habe halt gesehen, dass das Set schon relativ schnell teurer geworden ist. Hab schon hier immer im Boot. Weil das Set war am Anfang irgendwie so 3500 Yen. Das waren so 28 Euro oder so, sage ich jetzt mal. War es halt am Anfang eine Zeit lang. Und dann habe ich halt gesehen, okay, die Angebote werden anscheinend weniger, bis halt auch auf Amazon natürlich oben steht, nur noch in Stock oder so, ne? Nur noch zwei in Stock oder da kommt dann irgendwie was. Oder nur noch bei diesen Anbietern und das heißt schon, das wird jetzt schon relativ schnell vergriffen sein, ne? Also bald heißt Reparoni, du kannst dir das nicht mehr bestellen und mit meiner Methode, wie ich halt bestelle, ich habe ja keine Kreditkarte, also ich zahle eigentlich mit PayPal, hat es auf jeden Fall so gewirkt, dass ich noch nichts vorbestellen kann. Und ich habe es dann einfach aus dem Frust heraus, habe ich mir dann trotzdem das nochmal vorbestellt, einige Tage vor Release-Datum und hab da jetzt am Freitag die E-Mail bekommen, dass erfolgreich bestellt wurde. Dass schon geschippt wurde. Und jetzt muss ich nur warten, bis es eben in Japan bei diesem im Warehouse ankommt. Ne? Ich benutze ja so eine. Also ich habe jetzt Buyee benutzt. Also Buy Buyee. Und die, bei denen kann man mit PayPal zahlen und die kaufen so gesehen für dich online ein. Und die kriegen dann dieses Produkt, schauen wahrscheinlich auch rein, ob eh alles da ist. Das muss man auch noch bestätigen und das verschicken sie dann und schicken dir dann das Produkt. So läuft es ab. Und jetzt ist es mal geschippt und wir... Also, man muss jetzt warten, bis es jetzt dort ankommt, bei denen. Und dann muss ich noch einmal fürs Shipping zahlen. Es ist zwar eine teure Angelegenheit, aber ich denke mir, okay. Ich will es haben. Gut. Und da habe ich mich wirklich am Freitag gefreut. Eigentlich wollte ich die E-Mail auf meinem Smartphone aufmachen, was auch wieder... Das ist wirklich komisch. Ich hatte da mein E-Mail-Passwort auf dem Smartphone ein paar Mal falsch eingetippt, aus dem einfachen Grund, weil ich es eher an der Tastatur gewohnt bin. Also das ist ja Muscle Memory, ne? Speedrun, falls ihr das kennt. Ist ja oft so, man trainiert einfach seine Fingermuskeln und die bewegen sich dann irgendwie dann auch von selbst, ne? Das ist genauso wie beim Passwort eingeben. Ich denke da nicht bei dem Passwort, jetzt kommt der Buchstabe, jetzt kommt die Zahl und so, sondern das passiert schon automatisch. Und auf dem Handy, auf dem Smartphone ist das halt komplett anders. Auch die Tastatur und das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Das war eigentlich ein Wahnsinn. Und ja, wir haben halt ein Foto gemacht in einem Seminar und ich wollte es einem anderen schicken per E-Mail. Und ja, deswegen habe ich mal das überhaupt aufgemacht. Die E-Mail-Seite. Und da stand dann successfully ordered oder irgendwie sowas paid
was auch immer. Und das hat mich wirklich gefreut. Weil ich hatte da schon wirklich die Befürchtung, dass das neueste Set, dass das vielleicht vergriffen ist, wenn es released wird. Und es wäre halt richtig schade gewesen, weil ich schon gehypt bin auf das Set. Erstens mal, die Schachtel schaut richtig geil aus. Verspricht wieder vieles. Dann ist auch der kleine Chinese dabei. Ich will eine Karte von ihm. Wie heißt der? Li Hao, glaube ich, heißt er. Also ich will schon eine Karte von ihm. Kirina ist auch wieder dabei. Also das ist mein Ziel, kann ich jetzt schon mal sagen. Die beiden. Dass ich da eine Karte kriege aus dem Set. Und beim Rest lasse ich mich überraschen. Aber ich will mein Kirina haben und ich will meinen kleinen Chinesen haben. Das ist mein Ziel. Aber ich freue mich trotzdem. Egal was kommt. Will ich Liebsieg? Ja komm. Stachelspore. 60, 40, 60 ist eigentlich schon hilfreich. Der kleine grünhaarige Chinese, genau. Heißt er nicht Liu Hao? Irgendwie sowas? Hat er denn nicht einen komplett anderen Namen? Also, falls da irgendwie ein Spoiler dahinter steckt, ich werde mir den Namen jetzt sowieso nicht merken und ich werde ihn mir jetzt auch nicht mehr anschauen. Falls da irgendwie ein Spoiler dahinter steckt, dann Mike, please no. Wobei, ich glaube, das ist halt die Sache. Ich kann mir eine Möglichkeit vorstellen, was dann schon ein gewisser Spoiler ist, aber da hast du, Mike, mich jetzt nicht gespoilert, sondern ich habe schon ein paar Artworks davon gesehen. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr eingehen drauf. Aber es geht auf den, es geht um den kleinen Chinesen, den will ich. Den will ich. Der ist ein Knuffi. Ein kleiner Knuffi. Und wahrscheinlich dann das nächste Set wird auch richtig geil, wenn ich mal die aktuellen Bilder so anschaue. Der Russland-Boy schaut eigentlich vom Design her auch nice aus. Und die Amerikaner, glaube ich. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich höre schon auf. Das sind auf jeden Fall ein paar Charakter, die ich so gesehen habe. Auf die ich mich auch freuen würde. Und wenn ich mir mal vorstelle, das nächste Set beinhaltet dann diese Mannschaften mit diesen Charakteren, dann würde ich eigentlich auch wieder Hype sein drauf. Das ist eigentlich spannend, ne? Wenn ich mal die Go-Serie mir anschaue, da habe ich ja auch einige Trading Card Game Sets mir bestellt, aber ich glaube vorzugsweise eher die älteren. Weil die ja, die ersteren Sets, die waren genauso aufgebaut, ne? Mit einem Anime gleichzeitig, kann man sagen. Oder mit der Serie an sich. Wo sie, was gehabt haben? Ja, die ersten Mannschaften, ne? Sagen wir, die ersten drei Mannschaften oder die ersten zwei gibt's im ersten Set und so weiter. Und die Vorstellung allein habe ich jetzt nicht so spannend gefunden. Vor allem habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die ersten Karten, die vom Set, von den Go-Sets, jetzt nicht so speziell aussehen vom Design her. Also war ich da nie so hype drauf. Auch bei der ersten Trilogie. Aber da jetzt bei Ares, bei Orion, gibt es da eigentlich auch einen Überbegriff von der Staffel? Weil Ares war, glaube ich, irgendwie der erste Teil und Orion ist jetzt der zweite Teil, so wie ich es jetzt verstanden habe. Jetzt kommt der mit dem Moonleiter her, was ist das für ein Ekelhafter? Richtig gekrittet. Ja, bei Ares Orion gedöhnt. So heißt offiziell die Staffel. Fight me. Bin ich schon hype drauf, muss ich sagen. Ich bin eigentlich auch zufrieden mit den Designs.
Vielleicht kommt es auch davon, weil die jetzt natürlich auch schon Erfahrung gesammelt haben nach all den Jahren, was die Trading Card Game Karten betrifft. Dass das jetzt solider wirkt, sage ich jetzt einfach mal. Oder es hat auch vielleicht was damit zu tun, weil ich den Anime ja nicht schaue, ne? Das ist jetzt für mich eher so eine Ausnahme, dass ich jetzt mich auch ein bisschen spoiler, was die Mannschaften betrifft und so, durch dieses Trading Card Game Gedöns. Dass das mein einziger Zugang ist, auch neben Twitter, was da alles so gepostet wird. Ich muss schon sagen, das macht schon Bock. Wenn ich da auf Twitter immer Charakter sehe, da brauche ich nicht unbedingt wissen, was das für Charakter sind oder so. Da reicht mir wirklich, wenn da irgendwie was auf Twitter mal gepostet wird. Von der aktuellen Folge ist es oft mal, oder Artworks von aktuellen Geschehnissen. Dann bin ich irgendwie auch hype auf die und so werde ich zwar minimal gespoilert mit den Trading Card Game Karten und mit den Twitter-Posts, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht, als würde ich jetzt zum Beispiel einen fetten Spoiler von der Story hören. Das würde mich dann eher schon nerven, aber so einfach die Design und so, das ist ein Zugang, das freut mich eigentlich auch. Oder am besten beschreibt eher ein Post auf Twitter, da wurde irgendwie so ein Kind gezeigt in einer aktuellen Folge in Orion. Und da sind auf jeden Fall ein paar Leute oder ich sehe ein paar Kommentare, ein paar Tweets in meiner Timeline, wo man jetzt so auf "Ich möchte ihn protecten, ich will ihn knuddeln." Und dieses Gefühl habe ich auch, als ich es gesehen habe. Oh, der ist ja so niedlich, komm her. Und ich habe auch rausgelesen, man hört überhaupt nichts, wer das eigentlich konkret ist. Aber da rasten ein paar Leute aus in meiner Timeline. Aber ich verstehe es. Das meine ich eben. Es ist einfach vom Design her, das geht auch wieder zum Thema, was wir da vorher kurz angemerkt haben. Ne, Bunny? Warum sind Anime Kinder irgendwie so niedlich? Da verstehe ich nicht. I feel uses. Weil da frage ich mich auch, oh, warum sind die so cute? So richtig niedlich. I want to protect. Das ist eben irgendwie auch das Problem, finde ich. Wenn man gleich in die dreckige Seite geht, oder auf den dreckigen Weg, wo man gleich einmal sich so aufgeilt an den ganzen Charakteren. Das hat doch wenig was mit Protect zu tun. Da hat, glaube ich, der Anime-Man so, hat ja da letzten auch mal ein Video darüber gebracht, über Waifus. Da geht es nicht eher darum, boah, ich will jetzt mein Ding reinstecken in die, sondern eher, was macht ein Waifu aus, zumindest für mich auch. Jetzt was nicht Waifus betrifft, sondern ein Charakter generell. Ich hab diesen Charakter lieb, ich will nur das Beste für ihn, komm her. Und nicht, ich will jetzt da so richtig Sachen anstellen mit dem. Also das, finde ich, geht nicht in die Richtung I want to protect. Weil es geht ja eigentlich letzten Endes nur um dich, weil du dich da aufgeilen willst. Egal, ob es jetzt ein kleines Kind ist oder jetzt, bei Waifus erwachsene Frauen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja auch ekelhaft, wenn man sich mal vorstellt, boah, ich mag diese Frau, ja, ich will jetzt so richtig Sex haben mit der und alles drum und dran. Das wird sicher nicht so positiv aufgenommen. Und ich habe da jetzt auf Pixis auf jeden Fall ein paar Bilder schon mal gesehen, wo das so vermittelt wird, oh, die finden das ja auch so richtig geil und oh, oder
Ich habe auch schon Bullshit gesehen, wo Mindgames, ne? Irgendwie, nee, das ist ja ekelhaft. Und dann irgendwie mit dem Pendel, Hypnose. Und dann findet der Charakter das so richtig geil, was da dann gemacht wird. Das meine ich eben. Deswegen wollte ich mich mal mit dem beschäftigen und wollte mir auch mal Bilder anschauen von diesen, ja, Hentai-Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich einfach verstehen wollte, warum. Und da merkt man dann diese irrsinnigen Sachen. Kein Mensch der Welt würde sagen, ja, das ist... Ja, es gibt horny Leute da draußen, aber das ist jetzt nicht die Normalität, sage ich. Es kommt eher selten vor, dass dann wirklich Leute sagen, ja, das... Du Fremder, ne? Du Fremder. Mich würde es jetzt mal so richtig aufgeilen, wenn du mich mal so richtig rammelst oder das machst oder das machst. Das ist doch komplett... Ja, realitätsfern sowas. Und sowas wird dir auch in diesen Bildern irgendwie vermittelt. Kannst du ruhig dich aufgeilen, wie du willst, aber wenn man das irgendwie dann versucht, auch in die Realität umzumünzen, das ist halt das Problem. Und bei manchen Menschen weiß man halt nie, ob die das jetzt auch in der Realität, ob die das auch so denken würden. Ich kann schon irgendwie verstehen, dass das auch irgendwie seine Berechtigung hat, sowas. Nach dem Sinn, ja, wenn das jetzt irgendwie, wenn wir jetzt mal im Anime-Bereich bleiben, das ist ja alles nur fiktiv. Das sind fiktive Charaktere, die spüren am Ende nichts, ne? So realistisch muss man dann schon bleiben. So gern ich mein Erwin habe, so gern ich mein Frost habe, so gern ich mein Emolga habe. und. Ich weiß letzten Endes, das ist Fiktion. Zwar können die Geschichten, die Moral, die Charakter auch irgendwie realistisch dargestellt werden, ne? Damit arbeitet man ja auch irgendwie in der Unterhaltungsindustrie und so. Also da, das möchte ich jetzt nicht schlecht reden in dem Sinn, aber letzten Endes sind es fiktive Charakter. Und wenn man sich da mal anschaut, okay, ja, was wenn? Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber sagen wir jetzt einfach mal, was, wenn es wirklich Leute gibt, die wirklich so pädophile Gedanken haben, ne? Und da kann man... Ja, es ist jetzt nicht das beste Argument, wenn ich es mir mal so vorstelle. Aber man kann trotzdem mal sich den Gedanken machen, ja, ist irgendwie besser, wenn die Leute sich da aufgeilen, mit diesen Bildern, mit diesen fiktiven Charakteren, als dass dann der mal, ne, so ein Mensch dann komplett durchdreht in Real Life, weil er hat das Verlangen, keine Ahnung, und er braucht sowas, und weil er es nicht kriegt, dann zieht er erst recht in die echte Welt raus. Ich weiß selber nicht, wie das funktioniert, also wie die Psyche ausschaut von solchen Menschen. Also kann auch Bullshit sein, was ich da jetzt herumlaber. Aber da denke ich, in diesem Sinn, falls da irgendwie was Richtiges dahinter steckt, hat das schon eine gewisse Berechtigung, dass es sowas gibt. Weil da denke ich mir auch, lieber die geilen sich da in ihrem Zimmer, sperren sich ein und geilen sich mit diesen Bildern auf, anstatt jetzt wirklich rauszugehen und Frauen zu belästigen oder Kinder zu belästigen. Das denke ich mir doch. Naja. Sind wir jetzt auch wieder ein bisschen... Oh, musst du Detect einsetzen. Abgeschweift vom Thema. Von daher... Es ist auf jeden Fall falsch zu sagen, dass diese kleine Gruppe an Menschen, die so ticken, dass... die, ja, generell, die, ja, wie soll man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel am Beispiel von, oh, ich finde jetzt Anime-Kinder, die sind niedlich, oder eigentlich auch Real-Life-Kinder kann man ja auch niedlich finden, ne? Dass man da gleich
übergeht in, oh, es gibt ja Pädophile auf der Welt. Und die finden die auch niedlich, die Kinder. Also bist du auch pädophil. Das ist halt so hirnrissig, so ein Gedanke. Also das ist so eine verkehrte Logik. Das wäre ja so, als würde man generell sagen, es gibt ein paar Leute, ein paar Menschen, die bringen andere Leute einfach so um. Die sind Mörder. Kaltblütige Mörder. Wir alle sind Menschen, also sind wir alle kaltblütige Mörder. Das ist genau das. Ich glaube, genau dieses Thema haben wir auch gerade im Seminar. Das ist dieses wissenschaftliche induktive Denken und die Induktion heißt das. Wo man einmal vom Einzelfall auf die Allgemeinheit schließt, ne? Eben. Es gibt den einen Pädophilen, der findet Kinder niedlich, du findest Kinder niedlich, also kann man jetzt generell sagen, du bist der Pädophile, so geht das, ne? Dass man das so generalisiert. Und dann gibt's auch von der Mehrheit, also vom Allgemeinen auf den Einzelnen, gibt's auch ein Beispiel. Da merkt man auch, wenn man mal so darüber nachdenkt, wie unlogisch die Argumente sein können da draußen auf der Welt. Vor allem jetzt eben bei den Demonstrationen, sei es jetzt das Urheberrecht oder Klimawandel, sieht man ja auch oft, wie da argumentiert wird. Besonders bei jenen Politikern sieht man das. Die stürzen sich ja jetzt auf zum Beispiel ein paar negative Leute, die es sicher gibt in unseren Reihen, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch ein Ablenkungsmanöver von denen. Die lenken die Aufmerksamkeit auf den einen, der sich jetzt falsch verhalten hat und sagt jetzt alle anderen, Artikel 13 Gegner sind so. Das ist genau das Gleiche, ne? Und muss man eh schon mal darüber nachdenken, ne? Es hat sicher schon irgendwie seine Berechtigung, mal darüber nachzudenken, vor allem vorsichtig sein, wenn jemand mal sagt, hey, das Kind ist ja niedlich. Kann natürlich sein, dass es ein Pädophile ist, aber es kann auch sein, dass es einfach ein Mensch ist, der ein Kind niedlich findet. Zum Beispiel, Kinder können niedlich sein. Ich empfinde, was wir da letztens, es ging um Sachtexte im Seminar, da haben wir uns dann so eine Wand angesehen von, wie Sachtexte von Kindern zusammengefasst wurden auf so einem Plakat. Da hat ein Kind, das war irgendwie so extrem niedlich, auch vom Verhalten her, dass das Kind auch auf diese Idee gekommen ist. Wahrscheinlich stand das auch irgendwie in dem Buch drin, in dem Sachbuch, da standen irgendwie so Witze drinnen. Schauen wir mal. Also, meine lieben Leute im Chat. Was ist schwarz und weiß und hüpft auf dem Eis herum? Was ist denn das? Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit zu kommentieren. Na ja, jetzt werde ich es gleich enthüllen. Und? Wisst ihr es? Wisst ihr es nicht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Ein Springguin! Es ist halt irgendwie so Augen. Oh. Aber nein, nicht ein Pinguin, sondern ein Springguin. Und das war so niedlich, ey. Dass ein Kind auf, ja, das einfach so niedergeschrieben hat. Einfach die Vorstellung. Ich finde halt sowas extrem niedlich. Da denke ich mir auch innerlich, oh, wie niedlich. Jetzt komm her. Ach ja, es ist halt irgendwie so ein bescheuerter Witz, aber es ist halt auch richtig niedlich, das muss man schon zugeben, ne? Und ja, es gibt halt auch zum Beispiel bei dem Thema, es gibt auch Männer, die sind jetzt nicht pädophil. Oh nein, wir weiten out. Oh no. Es gibt auch Männer,
die nicht pädophil sind, aber trotzdem was mit Kindern anfangen können, ne? Anfangen im Sinn von erziehen und in die Richtung. Ja, ich weiß. Wow! Sowas gibt's auch. Und es gibt eben auch Frauen. Aber das ist eben auch ein großes Problem, denke ich. Weil ich glaube, muss man ehrlich so sagen, ich glaube, Frauen, die nimmt man nicht so hart dran, wenn die eher was Fragwürdiges mit Kindern machen. Da kann ich mich jetzt erinnern, als wir mal über das Praktikum geredet haben, da hat eine Studentin eine Lehrerin erwischt, die hat die Kinder wirklich auf den Mund abgeknutscht. Und würde das ein Mann machen, würde das ein männlicher Lehrer machen, mit den Kindern, das wäre dann ein Aufschrei. Das ist zwar immer noch ein bisschen fragwürdig, aber das ist nicht so ein großer Aufschrei, wenn das eine Frau macht, als würde es ein Mann machen. Ich finde das auch extrem fragwürdig, dass man sowas überhaupt macht. Das muss ja wirklich nicht sein, ne? Wenn man als Lehrer die kleinen Kinder auf den Mund abknutscht. Warum? Also, da macht es für mich keinen Unterschied aus, wenn das ein Mann oder wenn das ein Mann ist oder eine Frau, weil das ist, du bist ein Lehrer, du bist nicht deren Eltern. Also das gehört zumindest hier Grundschule dazu, das haben wir auch schon öfters thematisiert gehabt. Es gehört auf jeden Fall dazu in der ersten Klasse, ne? Anfangsunterricht, die Kinder sind 6 Jahre alt. Vielleicht von der Vorschule sind auch noch ein paar drinnen, die sind dann 5 Jahre. Und falls da mal irgendwie was passiert, ne, es sind ja noch kleine Kinder, falls die hinfallen und weinen und, kann ja vieles passieren. Und die anfangen richtig zu heulen und man kann sie nicht beruhigen, dann geht's auch völlig in Ordnung, wenn man die Kinder dann einmal auf den Schoß nimmt, ne, so zum Trösten. Da sehe ich auch ein, das geht absolut in Ordnung, sowas. Das sind zwar immer noch fremde Kinder, allerdings ist es ja auch dein Job als Lehrer, als Grundschullehrer, dich um die Kinder zu kümmern, ne? Das gehört auch zur Erziehung dazu, zur Pädagogik. Und wenn ich mir jetzt auch mal denke, Sportunterricht, habe ich zwar auch noch ein bisschen eine Hemmung, wenn ich es mal so sagen kann. Also, ich fühle mich da nicht wirklich wohl bei der Sache, wenn es darum geht im Sportunterricht, Grundschule, wenn man da vielleicht mal Geräteturnen macht oder irgendwas in die Richtung und du musst halt anpacken, ne? Du musst halt die Kinder wirklich anfassen. Und bei manchen Übungen musst du es halt, um sie wirklich zu schützen, bevor sie irgendwie blöd hinfallen, musst du sie vielleicht auch mal am Hintern anfassen. Ne? Dass die Kinder nicht blöd hinfallen oder so. Das ist ja auch dein Job als Lehrperson, für die Gesundheit zu sorgen. Ich persönlich kann da jetzt trotzdem nicht einfach so sagen, ja, scheiß drauf, mache ich jetzt einfach. Ich habe, ja, es ist immer noch ein bisschen unwohl. Ist auch ein gutes Beispiel, bevor ich da mit diesem Lehramt angefangen habe, Grundschullehramt, mussten wir auch in Deutsch eine Prüfung machen und das war eben auch Übungen am Reck. Ne, Stange und Umschwung und alles drum und dran. Und ich habe sowas halt in meinem Leben noch nie gemacht und habe halt das am Spielplatz trainiert die ganze Zeit. Und ich war dann mal mit meiner Mutter. Die hat mir das auch immer wieder gezeigt. Also die war so gesehen meine Trainerin. War ich mal mit meiner Mutter dort. Und dort hat auch ein Mädchen gespielt. An den Stangen. Und meine Mutter hat da jetzt keine Probleme gehabt, als das Mädchen da an der Stange da geübt hat, herumgespielt hat. Da hat da meine Mutter zum Beispiel kein Problem gehabt, da auch mal anzufassen, wenn man das so sagen kann, um das Kind auch zu schützen, ne? Bevor es irgendwie blöd hinfällt. Oder aufhelfen, ne? Einfach Kind packen und nach oben.
und nach oben schieben. Einfach noch, wir schieben das Kind einfach woanders hin. So. Und das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Vor allem, wir sind ja hier noch in der Öffentlichkeit. Ich bin jetzt nicht als Lehrer tätig, sondern eine Privatperson. Und da würde ich sowas nicht gleich machen. Vor allem muss man da auch bedenken, ja, du bist eben mein Mann und meine Mutter hätte wahrscheinlich auch eine Erklärung, also die ist nicht pädophil. Die ist halt auch eine, die jahrelang mit Kindern auch auf der sportlichen, motorischen Seite geübt hat. Das war ihr Fachgebiet, jahrelang. Hat auch in meiner Schulzeit was mit meiner Klasse gemacht. Also motorisch. Und da hätte sie auch, ne, das ist für sie schon selbstverständlich, dass sie da einfach anfassen kann. Sie ist auch eine Therapeutin, wo auch hin und wieder mal Kinder hingehen, auch hin und wieder mal beeinträchtigte Kinder. Und sie ist halt da wirklich in ihrem Element drin. Und hat da wahrscheinlich so eine Selbstverständlichkeit schon entwickelt, aber ich... Ich fühle mich da immer noch ein bisschen unwohl, muss ich sagen. Wahrscheinlich, wenn ich dann ein paar Jahrzehnte schon Lehrer bin, wird es mir jetzt eher auch dann schon... Ja. Wird es für mich selbstverständlich sein, dass ich da auch mit Kindern so interagiere, auch vielleicht im öffentlichen Leben. Und man hat ja dann auch einen gewissen Backup, wenn man sagen kann, hey, ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte ein Grundschullehrer. Erfolgreich, hatte noch nie irgendwie Beschwerung. Ich kann reden. Es hat sich noch niemand beschwert, dass ich irgendwie ein Kind misshandelt habe oder sowas. Also kann man mir schon irgendwie ein bisschen vertrauen, ne? Dass ich da nichts mit den Kindern anstelle. Warum auch immer ich für ein öffentliches Kind irgendwie ansprechen will oder so. Aber das muss man sich erstmal entwickeln. Und vielleicht hätte ich jetzt schon zum Beispiel einen gewissen Backup, wenn ich sagen kann, hey, ich bin jetzt ein Student und studiere das jetzt schon 4 Jahre lang und habe auch schon an Grundschulen unterrichtet und. Mir fällt gerade ein, als ich letztens mal mit dem Rad nach Hause gefahren bin, habe ich, glaube ich, auf dem Weg ein Kind, das ich im Praktikum gehabt habe, habe ich getroffen, gesehen, aber habe es halt zu spät realisiert. Aber wenn ich mir da mal denke, es wäre sicher irgendwie merkwürdig, hätte ich das Kind jetzt einfach so auf öffentlicher Straße so angesprochen, so hey, und wie geht's und bla bla bla. Aber wenn man dann sagen kann, hey, ich habe einen Monat lang, habe ich mein Praktikum gehabt in seiner Klasse und ich kenne das Kind halt, dann würde man eher schon sagen, okay, das geht ja noch in Ordnung. Das meine ich eben, ne? Sowas spielt alles eine Rolle. Und ich als Mann muss da halt auch ziemlich vorsichtig sein. Ich habe zwar kein Problem zu sagen, sagen wir jetzt mal nein. Ich habe jetzt an sich jetzt auch kein großes Problem, öffentlich zu sagen, hey, ich habe da Anime-Charaktere, ich habe hier einen Heiko, ich finde ihn extrem niedlich, ich mag ihn, ich will ihn auch knuddeln oder sowas. Also da habe ich jetzt weniger ein Problem, vor allem auch, weil das fiktive Charaktere sind. Ich würde das weniger sagen, würde ich jetzt irgendwie auf öffentlicher Straße ein Kind sehen. Sagen, boah, ist das niedlich, jetzt komm mal her, Schmuser. Das würde ich dann eher nie machen. Also da muss man schon lernen, irgendwie das differenziert zu sehen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, ne? Man darf eben Fiktion nicht mit Realität irgendwie zusammensetzen, dass das eh das Gleiche ist. Also du kannst eh ruhig sagen, oh, okay, du findest immer so Anime-Charaktere richtig süß und sagst das auch immer und willst sie auch knuddeln, sagst du sie. Das geht doch nicht. Das geht doch überhaupt nicht in Ordnung, ne?
und. Aber ich würde das in die Realität jetzt nie machen. Wenn ich mal öffentlich ein Kind zu nahe komme, zum Beispiel im öffentlichen Leben, wenn man so sagen kann, ist es entweder, wenn das Kind gerade in Lebensgefahr steckt. Ich habe eben Helferschein, also wenn es sein muss, vielleicht auch Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn es wirklich nie anders geht und das Kind gerade am Verrecken ist. Oder wenn es im Fluss fällt, kann es halt auch sein, weil ich auch einen Helferschein, ne, so einen Schwimmschein habe, dass ich mal auch rein mich stürze und halt mit einem Griff auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise das Kind umarmen muss. Da, ne? Oder halt in meinem Lehrerberuf, dass ich da einem Kind dann eher näher kommen muss. Aber das ist ja eher dann was Verständliches. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie ein fremdes Kind, wenn ich einkaufen gehe und dann ein fremdes Kind sehe, würde ich nicht hingehen, knuddeln und abknutschen. Das ist ja komplett irrsinnig. Also da muss man auf jeden Fall differenzieren können. Von beiden Seiten aber auch, ne? Nicht nur jetzt du, wenn du ein Kind irgendwie zum Knuddeln findest, dass du das nicht mit einem echten Kind gleich machst. Aber auch jetzt mit der Gegenseite, die dich vielleicht, ne, so eine Anschuldigung von sich gibt, ne, nach dem Sinne, oh, was bist du eigentlich für ein Pedo, wenn du einen Anime-Charakter irgendwie niedlich findest, ein Kind. Da, finde ich schon, muss man auf jeden Fall differenzieren können. Und wenn man das nicht kann, finde ich, liegt das Problem nicht an der Person, die vielleicht einen Anime-Charakter niedlich findet, sondern eher an dir, wenn du das auch nicht differenzieren kannst. Gut, und Hallöchen. Intelligente Ente. Und wie geht's, my boy? Warst du vielleicht demonstrieren? Wer war denn alles demonstriert? Und wenn ihr nicht demonstriert, werdet wenigstens im Internet laut. Richtig am Werben. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde die Zeit, in der wir uns gerade befinden, zwar eine unsichere Zeit, weil da ja irgendwie viel Chaos drinnen steckt, auch politisch und so. Aber ich finde schon, dass man genau jetzt diese Zeit nimmt, wo viele junge Leute auf die Straße gehen, sei es jetzt mit Urheberrechtsding oder Klimawandel, dass man da jetzt nicht einfach aufhört, sondern dass man sagt, hey, wir müssen mit dieser Basis, die wir geschaffen haben, weitermachen. Also da bin ich schon überzeugt. Das wäre eigentlich schon ziemlich knorke. Weil wenn ich mir mal denke, es wäre richtig schade, wenn jetzt Artikel 13 vom Tisch ist, da ist, weil es durchkommt oder weil es nicht durchkommt, würde ich es eigentlich schon ziemlich schade finden, wenn okay, es wird sich dann sicher auf jeden Fall nochmal, die ganze Sache wird nochmal aufgekocht, dann bei den EU-Wahlen im Sommer. Aber sagen wir jetzt Dezember 2019, da liegt sicher so schon eine Zeit dahinter. Es wäre richtig schade, wenn zu diesem Zeitpunkt jetzt alles wieder verstummt ist. Also ich denke schon, dass man hier ansetzen sollte. Wenn man wirklich was im Leben bewegen will, Veränderung haben will, dann wäre das sicher der richtige Weg, denke ich. Wenn man jetzt diese Basis nimmt und versucht, ja, vielleicht auch andere Themen mal anzusprechen und da die jungen Menschen mal zu bündeln, wenn man das so sagen kann. Das wäre gar nicht mal so übel, sage ich jetzt mal. Also, das Mindeste, was man aus dieser ganzen Zeit lernen kann, finde ich, ist, dass man
diesen rebellischen Charakter, sage ich jetzt einfach mal, nicht. Man kann den ein bisschen zügeln, wenn man ein bisschen zu weit geht selber. Aber dass man den nicht vergisst. Dass man eben hinterfragt, was so passiert, politisch und alles so dran. Das finde ich schon extrem wichtig. Dass man das eben jetzt mitnimmt aus der ganzen Sache. Egal, ob jetzt Artikel 13 durchkommt und der ganze andere Schmarrn oder eben auch nicht. Da ist das Pikachu, das wir gerettet haben. Dass der gar nicht selbst trainiert hat. So ein Schlawiner ist das. Oh, Seeblinde, was ist los? Gut, genug gequasselt. Und nenn mich nicht Brosis. Ist zwar jetzt, da steht eh die Uhrzeit, 8.23 Uhr, jetzt ist 8.50 Uhr. Ist eine Zeit vergangen. Ja! Lass mich. Oh no. Richtig gegeben. Kann ich jetzt mal nicht paralysiert sein? Dankeschön. Ich streame aber heute jetzt schon ein bisschen länger, als ich eigentlich geplant habe. Eigentlich wollte ich nur so bis 20 Uhr. Nur so 2 Stunden, aber ich will jetzt hier mindestens erreichen, dass ich den Arena-Leiter schaffe. Dann gebe ich mich auch zufrieden. Ist halt die Frage, soll ich jetzt diesen Livestream dann teilen, wenn ich es als Highlight setze? Normalerweise nehme ich dann einfach den ganzen Stream, schneide halt am Anfang diese Pause, diese Zeit, diese Abwartzeit, schneide ich halt immer raus und lasse halt dann das Ganze immer als Highlight. Aber Empyreon kann ich natürlich irgendwie so 10 Minuten lassen. Aber ich glaube, das wäre besser, irgendwie das als ganzes als ganzen Livestream zu lassen. Weil ich habe ja auch hier während dem Hack hier angesprochen, was mich nervt an Empyreon und warum ich jetzt zum Beispiel nach momentan Gemüt Empyreon abbreche. Habe ich ja auch hier mal angesprochen. Also wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn das ein Part bleibt. Ja, das würde ich sagen. Gut. Wir haben den Dynamo Badge. Oh yes! Auf der Dynamo Badge. A little bit faster too. You should take this too. 24? Ja, Schockwelle, aber ist das nicht normalerweise eine andere TM? 32, was? Ist das nicht Erdbeben oder Donnerblitz gewesen? Entscheide dich. Warum? Was? Schockwelle und jetzt Wanderball? Was? Was laberst du? Thank you, Watson. I will use it well. You're like Vampire to me. Expect that you don't sleep at all the time like my actual one. You're like my grandson to me. Like, ja. Ist auch ein bisschen awkward, muss ich an der Stelle sagen. Aber wenn man es mit Witz meint, ja. Aber wenn jetzt der alte Opi, so ein fremder alter Opi, das trotzdem sagt, hey, du bist jetzt wie... Wir haben zwar jetzt nicht wirklich was zu tun gehabt im Leben. Außer jetzt die letzten paar Minuten. Aber du bist jetzt wie ein Enkel für mich. Oh. Watson, I had a great time battling you. Thanks. I'll be going back home now. Great job beating me. Good luck on your journey. Und da gehen wir einfach. Aha. Hey, are you Heiko from Verdantoff Town by any chance? Yes, that's exactly me. Wait, my name is May. I'm Professor Birch's daughter. Professor Birch wanted me to inform you that he's eager to meet you. And he is researching in Route 111 up north. He's also with Stephen Stone. He's a very important person. I'm going there right now to help. They both want you to show up.
Also we'll have a battle, so come prepared. I warn you, I'm strong. Anyways, goodbye. Meet you there. Okay. Keine Ahnung, warum ich sie so vorgelesen habe, aber lasst mich. So, was soll die jetzt? Nach Hause gehen oder dorthin? Route 11 oder so. Mit so Trümmerer, du Dude. Wohoho, Squawk Smash, 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 Smash. Dankeschön. Was nun? Ich würde jetzt nicht nach Norden gehen, sondern einfach nach Hause. Das kann ich heute noch machen und dann höre ich für heute auf. Ich will noch was zum Essen machen. Wenn ich jetzt noch weiter eine Stunde streame oder so, wird es für mich zu spät. Frage ist, was soll ich mir zum Essen machen? Was soll sich Sebi zum Essen machen? Entscheidet! Soll er A. Was habe ich eigentlich? Ich könnte Nudeln einfach mit einer Tomatensauce ganz, ganz unkompliziert machen. Ich könnte noch das Beef nehmen. Ich hatte heute so richtig Beef, kann ich euch sagen. Es war heute so ein Resteessen. Ich hatte Beef, also so. Schinkenstücke, Beefstücke, sage ich jetzt mal, eh schon länger gehabt und habe heute einfach mal als Basis genommen, als Fleischbasis. Hab dann den Reis von gestern, nicht den Schnee von gestern, sondern den Reis von gestern, habe ich einfach zusammengemixt mit ein bisschen Brokkoli, mit Paprikapulver, muss man sagen, nicht echte Paprika. Ei habe ich auch noch dazu getan. Ja. Das ist für mich so ein Resteessen gewesen. Eigentlich war eh nur der Reis von gestern Resteessen. Aber für mich wirkt das so. Alles irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt. Ja gut. Ja gut. Südele. Muss ich jetzt hier oder woanders hin? Also dieses Beef kann ich heute auch noch machen, was so übrig geblieben ist. Ich weiß noch nicht so recht. Labert auch das gleiche. Adventure, why go out and adventure wait when you can just stay at home and play with the because it's just as fun. Nothing is more funner. Than playing with dolls, Big Brother. Take it to your advantage. Yes. Juhu. You are the best little sister ever, Lily. Okay. Klasse, Grandpa. Oder war das mit den Besuchen auf Dingsbums bezogen? Ja, Dingsbums. Wie hieß die Town? Mit der Norman Arena. Wasboro war erste Arena. Wörterndorf war Wiesenflur. Wie hieß denn die noch? Muss ich jetzt ernsthaft hier. Was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Thunderbolt, okay. Wo ist denn die Map? Habe ich keine Map? Die Map. Wie hieß denn die nochmal? Littlewood. Paddleburg, genau, Paddleburg. So heißt die. Old Dale. Kommt mir Spanisch vor. Littlewood habe ich auch schon öfters gehört. Wordenthorf. Schauen wir mal. Könnt ihr die englischen Namen der Städte? Wie heißt denn die? Oder die da oben? Slateport haben wir hier gehabt, glaube ich, ne? Genau. Lily Cove. War das die? Genau, Lily Cove. Fortree. Genau. Dann haben wir hier Xenoblade. Nein. Xeno irgendwas. Ah, das war der deutsche Name, okay.
egal. Most deep. Okay, mit den englischen Namen habe ich es noch nicht so. Pacific Lock. Okay. Und da unten Brawley Town. Dunford. Ja, da kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja, gut. Ja. Ich würde sagen, das war's. Gehen wir nochmal raus. Wir wollen ja die schöne Musik hören. Hört ihr sie? Die schöne Musik. So nice. Meine lieben Leute, ich sag jetzt tschüss. Danke schön, dass ihr alle hier wart. Ich freue mich so sehr. I appreciate that. Herzen für euch alle, die hier sich die Zeit genommen haben. Und wenn ich was schreiben will, dann geht der Ton aus. Das war gerade so wunderschönig. Warum wurde das so unterbrochen? Ja, das war's für heute, Leute. Ich bedanke mich bei jedem, der hier anwesend war, der sich die Zeit genommen hat. I appreciate it, meine liebe Leute. Herzen an euch alle. Darf natürlich nicht fehlen, ne? Herzen für euch alle. Und morgen geht's dann weiter hier mit der Wally Edition. Oh yes. Bye. Und der Sevi-Hype. Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Abend. Wünsche euch auch. Herzen an euch alle. Und damit sage ich tschüss. Bis morgen vielleicht. Oder bis zum übernächsten Stream. Oder bis zum überübernächsten Stream. Oder bis... Okay, ich höre schon auf. Leute, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.